Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch eine Giftcast of Friends Afterpatch Variante für die PS5, PS4 und wahrscheinlich geht es auch auf Xbox, aber kann ich nicht sagen, da ich keine Xbox habe. Aber Leute, bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, denn es ist kostenlos und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mich immer noch deabonnieren. Deal? Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr ein Spezialfahrzeug Lagerhaus. Den könnt ihr beim Maze Bank Dauer kaufen, wenn ihr noch keinen habt. Und in Spezialfahrzeug Lagerhaus, Leute, braucht ihr auch ein Spezialfahrzeug. Sprich, eine Ruina 2000, ein Rocket Voltic, Aqua Blazer und so weiter und so fort. Aber Leute, ihr braucht nur eins davon, um euch solo zu verglitschen. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein MOC. Und ein MOC im dritten Teil braucht ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Also am besten, Leute, einen kostenlosen LG bei Legendary Motorsport. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise hat euer Freund auch genau das Fahrzeug, was ihr haben wollt. Also in meinem Fall ist es hier dieser geile gemoddete Panzer. Aber Leute, das war's schon mit den Vorbereitungen. Sprich, wir können direkt mal mit dem Glitch loslegen. Gut, als erstes seid ihr am besten schon mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall bin ich in einer Einladungssitzung. Denn als erstes müssen wir uns verglitschen. Das bedeutet, ich bin jetzt hier immer Spezialfahrzeug Lagerhaus. Ihr seht es auch hier, ich bin gerade unten im Lager und suche mir jetzt ein Fahrzeug raus, mit dem ich mich jetzt verglitschen möchte. Und Leute, ganz wichtig, es geht mit allen Fahrzeugen. Es ist völlig egal, mit welchen. Aber je nachdem, welches ihr benutzt, ist es vielleicht für euch ein bisschen einfacher, je nachdem, wo euer Spezialfahrzeug Lagerhaus so steht und wie viel Platz ihr halt habt. In meinem Fall, Leute, habe ich jetzt einfach mal den Rocket Voltic genommen. Sobald ihr draußen gespawnt seid, Leute, fahrt ihr wieder zurück zur Garage. Aber jetzt nicht reinfahren, nein, denn ihr wählt jetzt mit der Viereck-Taste euch die Haftbombe aus. Und mit der Haftbombe müsst ihr jetzt ein paar gegen die Garagentore werfen. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, fahrt ihr einen Schritt zurück. Und sobald ihr gegen das Garagentor fahrt, müsst ihr mit der linken Pfeiltaste die Haftbomben explodieren lassen. Sprich, ich versuche das jetzt einmal, ich fahre jetzt dahin, zack, bum, bam, okay, irgendwie kein Bam. Ich habe das einfach nicht hinbekommen. Aber nicht schlimm, Leute, denn ihr spawnt jetzt im Fahrzeug Lagerhaus und fahrt jetzt auf dem Video mit dem Rocket Voltic in meinem Fall einfach raus und versucht es noch einmal. Und so lange, bis ihr es halt geschafft habt. Okay, Leute, in meinem Fall zeige ich euch jetzt hier der Versuch, der bei mir funktioniert hat. Sprich, ich werfe jetzt hier wieder ein paar Haftbomben hin, fahre jetzt dahin, drücke die linke Pfeiltaste für die Haftbombe und zack, bum, bam, ich bin explodiert und nicht reingefahren. Und genau das braucht ihr, Leute. Aber Leute, woher wissen wir denn jetzt, ob wir jetzt schon verglitscht sind oder nicht? So, der nächste Part, Leute, ist nur ein Zusatz. Den müsst ihr für diesen Glitch nicht machen. Deswegen braucht ihr das auch nicht für diesen Glitch. Aber wenn ihr habt, Leute, bestellt ihr jetzt euren RC Bandito. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf Inventar und geht auf RC Bandito anfordern. Und sobald ihr im RC Bandito drin seid, drückt einfach wieder Dreieck, um auszusteigen. Und jetzt, Leute, müsst ihr darauf achten. Wenn ihr jetzt blinkt, so wie ich jetzt, ich blinke jetzt so 4-5 Mal, dann seid ihr im Modus. Und dann könnt ihr genau sagen, ja, ich bin im Modus, können glitchen. Sehr gut. Wenn ihr das nicht habt, also ne, wenn ihr nicht blinkt, dann müsst ihr es leider nochmal neu versuchen. Aber Leute, ich betone hier nochmal, dieser Schritt gerade war nur ein Zusatz. Den müsst ihr nicht machen für diesen Glitch. Gut, Leute, egal ob ihr es einen RC-Part gemacht habt oder nicht, denn jetzt müsst ihr zu dieser Location für den Giftcast to Friends. Ihr am besten trefft ihr euch da mit eurem Freund und euer Freund hat am besten schon das Fahrzeug dahingestellt, was ihr haben möchtet. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt auch hier und als nächstes, Leute, bestellt ihr erstmal euren MOC zu euch. Am besten, Leute, stellt ihr euch jetzt hier mal kurz gegen die Wand, sodass ihr nicht auf die Straße schaut, damit euer MOC direkt bei euch spawnt. Nur so als kleiner Tipp. Wenn ihr euren MOC zu euch bestellt habt, Leute, müsst ihr jetzt noch das Fahrzeug aus eurem MOC bestellen. Das bedeutet, ihr öffnet wieder das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeug, geht auf Mobilo Kommandozentrale und geht auf Fahrzeug anfordern. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, und alles geliefert wurde, steigt jetzt in euren LG ein. Sitzt jetzt in euren LG drinnen, Leute, und euer Freund ist jetzt als Beifahrer eingestiegen, muss jetzt euer Freund als erstes das Handy öffnen, geht auf Kontakte, geht zum Beispiel auf euch und geht auf Nachricht senden. Und zwar, Leute, braucht ihr dieses Textfeld von der PlayStation im Bildschirm. Wenn ihr das habt, Leute, kann euer Freund sagen, ey, yo, kannst weitermachen. Denn wir fahren jetzt einfach wieder zurück zu unserem MOC.
und drücken jetzt die rechte Pfeiltaste, um reinzufahren. Und Leute, ihr werdet merken, ihr seid gefreezed. Aber noch nur so lange, Leute, bis euer Freund rausgeschmissen wurde aus eurem Fahrzeug. Das dauert ein paar Sekunden, aber dann habt ihr es auch schon. Wurde euer Freund aus dem Fahrzeug rausgeschmissen, fahrt jetzt einfach ein paar Meter zurück und steigt aus. Seid ihr jetzt ausgestiegen, Leute, machen wir jetzt hier die sogenannte Franklin-Methode. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt nicht Franklin als Auswahlmöglichkeit, aber ihr versteht, was ich meine. Das bedeutet, wir stehen jetzt vor unserem MOC und euer Freund ist schon da in der Nähe oder lehnt sich dagegen. Ihr haltet jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt, so dass sich dieses Story-Modus-Menü öffnet und wählt jetzt einen Charakter aus. In meinem Fall habe ich jetzt, glaube ich, Michael ausgewählt. Jetzt habt ihr eine Meldung in GTA. Diese Meldung lehnt ihr jetzt einfach ab. Und sobald ihr abgelehnt habt, Leute, geht es einfach zurück in euren MOC und geht auf Alleine beitreten. Habt ihr das jetzt gemacht, Leute, habt ihr jetzt einen endlosen Blackscreen. Wie kommt ihr aus diesem endlosen Blackscreen wieder raus? Naja, ganz einfach, Leute, ihr müsst jetzt einfach wieder diese Franklin-Methode machen. Das bedeutet, ihr haltet die untere Pfeiltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Aber Leute, ihr seht das nicht und hört das nicht. Das bedeutet, ihr müsst das so gesehen vom Gedächtnis aus machen. Sprich, ihr haltet jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt und drückt den Joystick nach links, rechts oder nach oben, je nachdem wie viele Charaktere ihr zur Auswahl habt und lasst dann einfach wieder die untere Pfeiltaste los. Und sobald ihr das gemacht habt, Leute, müsste bei euch eine Meldung in GTA erscheinen. Und sobald ihr diese Meldung ablehnt, Leute, seid ihr unsichtbar auf der Straße und jetzt muss es schnell gehen, denn jetzt müsst ihr zum Fahrzeug rennen, was euer Freund euch dahingestellt hat und müsst einfach einsteigen. Und zack, boom, bam, Leute, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, das war schon die ganze Magie. Das Fahrzeug ist jetzt tatsächlich euch. Es ist schon längst abgespeichert, sprich, ihr müsst auch nichts irgendwas umtunen oder sonst irgendwas. Das Fahrzeug gehört einfach euch. Und so einfach ist das. Und hier, Leute, ihr seht es auch nochmal, mein Freund hat immer noch sein Fahrzeug behalten und ich habe jetzt genau eine Kopie seines Panzers. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, und auch noch so einfach, würde ich jetzt schon wieder bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich. Der Glitch funktioniert doch, das seht ihr doch. Aber gut, Leute, ich muss sagen, ich bin mal raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.